Wir sehen die Notwendigkeit, den Bereich zu reglementieren, weil wir die Sicherheit gefährdet sehen. An vielen Orten, die Drohnen nehmen unglaublich zu und da stecken auch viele wirtschaftliche Chancen dahinter. Und deshalb brauchen wir klarere Regeln. Wir haben vor, den Freizeit-, den Hobbybereich etwas stärker einzuschränken und haben andererseits vor, den gewerblichen Bereich mehr zu liberalisieren. Einschränkung heißt, wir wollen eine Kennzeichnung der Drohnen, sodass eine Verfolgung auch derer möglich ist, die die Drohnen führen, steuern, die Eigner sind. Dazu braucht es eine Kennzeichnung, dazu braucht es eine Registrierung. Wir haben vor, bestimmte Bereiche auszuschließen, wo Drohnen nicht benutzt werden dürfen, also über Wohngebieten, an Flughäfen, an Unfallorten, wo Rettungskräfte unterwegs sind, ähnliches mehr. Und wir haben vor, dass man da die Gewichtsgrenze ganz anders definiert als bisher. Bis 0,5 Kilogramm, das betrachten wir als die leichten Drohnen, für die gelten dann diese Regeln. Was darüber ist, braucht dann einen Drohnenführerschein sozusagen, eine Ausbildung. Und da kann man dann auch möglich machen, dass nicht jeder Start genehmigt werden muss, dass man außerhalb der Sichtweite fliegen darf und ähnliches mehr. Also wir wollen für den gewerblichen Bereich, wo wir auch riesige wirtschaftliche Chancen sehen, offenere Regeln einführen. Wir sind in der Diskussion mit allen Beteiligten, erarbeiten eine Verordnung.